Servus Fußballfreunde, willkommen zu einem neuen Video. Wir reagieren heute auf die Top 20 unglaublichen Tore aus dem Jahr 2021. Und ja, wir haben schon 2022, auch wenn mein Kopf das noch nicht so ganz begreifen mag. Aber gut, so ist es eben. Ja, ich hätte gesagt, wir verlieren keine Zeit und starten direkt rein. Okay, let's go. Herrlich, 2 Sekunden drin und schon sieht man Oczipka. So will ich ein Tore-Video sehen und ein Tor gegen Schalke. Mann, Digga. Gar kein Bock. Pogba Dance. So, jetzt bin ich richtig gespannt, was da für Bretter kommen. Ist schon mal richtig gut geschnitten bisher, also ich hab richtig Bock drauf jetzt. So, come on, let's go. Nummer 20. Glenn Martins, keine Ahnung. Oh, heia, waka! Puff! Reingeschweißt da. Boah, was eine Rakete. Nummer 25. Ja, ist eine schöne Zahl, 25. Eine meiner Lucky Numbers. Was ein Strahl. Was für eine Frisur noch dazu. Richtig geil. Nummer 19. Jesse Lingard für United. Nicht mal für West Ham, sondern für... Oh, schöner Assist. Martial lässt durch. Oh, ja. Aber ob das ein Top 20 Tor ist, ist gut gemacht als Team, aber jetzt nicht so. Naja, da gibt es sicher noch bessere. Also das kannst du nicht mit dem Tor vorher vergleichen. Digga. Digga. Die Sprungtechnik. Zack, zack. Abtropfen lassen. Lang in den Winkel. Boah, das ist richtig schwer. Geile Bude. Und so lange Lupfer. Wunderschön. Wunderschön. Cavani. Ja, Cavani, unglaublicher Spieler. Unterschätzt. Unterschätzt Edinson Cavani. Locker aus dem Fußgelenk, aus, keine Ahnung, 35 Metern. Boah. Stabil. Ja, komm. Komm. Will ich gar nicht sehen. Will ich gar nicht sehen. Will ich gar nicht sehen, das Tor. Habe ich noch gut in Erinnerung. Habe ich noch gut in Erinnerung. Tut immer noch weh. Oh, wenigstens ist Schalke in einem Video drin. Naja. Naja. Oh, das tut weh. Aber schönes Tor. Oi. Gegen Paris noch. Gegen Paris. Die Trikots von Barca sind übrigens geil. Aber richtig schön reingeschweißt da oben. Ha, nicht mal ein Schlenzer, sondern richtig trocken. Mit Vollgas. Oh. Lovely Chip. Nice. Aber wenn die Torfrau halt wahrscheinlich 20 cm größer wäre, wäre der nicht reingegangen. Aber gut. Also, Schusstechnik on fleek. Schön. Ich finde solche Tore so geil. Wenn du aus so vollem Lauf angelaufen kommst und einfach Vollspann durchbretterst. Vollgas durchrasiert. Ha, wie schnell der Ball wohl war. Ah, dieser wunderschöne Schlenzer von Pogba bei der Euro gegen die Schweiz. Aber bringt dir halt nichts, wenn du so ein Tor machst und du kommst nicht weiter bei der Euro und verlierst das Spiel noch. Ein schönes Tor, aber bringt halt nichts leider. Ich dachte vor allem, dass
Ich dachte vor allem, dass den jetzt der andere schießt, denn der ist da aus vollem Lauf hingelaufen, gerade. Und der, der den Freistoß geschossen hat, musste ja wieder eine Kurve laufen. Aber das Ding so trocken dann reinzulegen. Oh, geile Arena übrigens, das ist die von Atlanta, oder? Ja. Oh, geil. Geiles Tor. Das war, glaube ich, das Schönste bisher. Ja, das war... Volley sogar. Puh, kannst du machen. Mit der Brust angenommen, umgedreht. Es ist halt normalerweise einfach noch viel geiler, wenn ein Tor von der Latte oder von der Stange, das macht einfach Tor einfach noch so viel geiler normalerweise. Wie beim vorigen Tor. Ja, genau. Oh. Das ist alles, was es braucht. Volley ins Kreuzeck und von der Latte runtergependelt. Zack, zack, zack. Also das Perfektion. Das ist Perfektion. Boah. Wunderschön. Oh, Miri. Die Annahme ist schon wahnsinnig schön und dann auch dieser Abschluss mit der Ferse. Das Tor kann ich mich noch erinnern sogar. Hier natürlich glücklich, aber oh, wie er den hier... Da brauchst du schon Eier und Skill, um den da reinzubauen. Lamela, ich wollte gerade sagen, muss ein Rabona sein. Muss ein Rabona sein. Ich glaube, der Typ hat, vor allem als flach ins Eck, ich glaube, der Typ hat die Hälfte seiner Karrieretore durch Rabonas gemacht. Ins Kreuz, Latte, Fallrückzieher. Ah, das ist technisch sowas von anspruchsvoll. Das hat so smooth ausgesehen. Ich schwöre, wenn so ein Ball von der Ecke kommt oder so und einfach Vollgas-Volley abgezogen wird, er kann es selber nicht glauben, dass er den getroffen hat. Tja. Dieser Flachschuss-Dropkick, also das ist auch so einzigartiges Tor. Da siehst du nicht viele so von in einem Jahr. Perfekt getroffen, dass sich der auch noch wegdreht und genau passt. Herrlich. Ja, kennen wir alle. Kennen wir alle dieses Tor von Patrick Schick bei der Euro. Das ist immer unfassbar, wenn du über 50 Meter triffst, aber... Wenn der Ball halt mitten ins Tor geht, finde ich es halt selten ein richtig schönes Tor, sage ich jetzt mal. Skill natürlich absolut da, aber selten ein schönes Tor. Außer natürlich der Fallrückzieher von Ibra damals, der ist natürlich eine Ausnahme. What? What? Ballannahme mit der Brust, runtergefangen vom 16er, Seitfall, Fallrückzieher. Holla die Waldfee. Alter. Und jetzt kommt noch dieses Tor von Salah, Nummer 1. Ja, war schon schön, war schon gut gemacht, vor allem im Dribbling davor, aber... Also, klar, vielleicht auch vom Impact, aber da fand ich das Tor davor schöner. Aber ist natürlich nur meine Meinung. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, wie ihr das findet. Es ist ein wunderschönes Tor, wenn die ganze... Einfach, du nimmst einfach komplett Manchester City auseinander. Die beste Mannschaft Englands in diesem Jahr, völlig klar. Und vermutlich auch eine der besten Mannschaften der Welt zurzeit. Digga... Das war's schon. Wahnsinnstor. Trotzdem. Aber für mich nicht das schönste Tor des Jahres auf jeden Fall. Aber schreibt mir natürlich gerne in die Kommentare, eben wie gesagt, ob Salah für euch das schönste Tor des Jahres geschossen hat oder ob ihr das Tor auch so
unglaublich fandet. Ich fand's sehr gut, aber keine Ahnung, gibt sicher bessere. Aber ja, das waren die 20 unglaublichen Tore des Jahres 2021 und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, haut rein und bis bald, Ronaldo.